Frenkel frotzelt. Heute. Let's play. The Simpsons Hit and Run. Der Springfield Simulator. Tag in Hasenbären, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play The Simpsons Hit and Run. Es geht weiter. Es geht weiter hier mit dem schwarzen Van, den ich hier verfolgen muss. Einholen muss ich ihn wahrscheinlich nicht, sondern irgendwie nur beobachten. So war das. Freundchen. Ah, fuck! Oh, Mr. Burns steckt dahinter. Bösartig nachspionieren passt zu ihm. Dieses verknitterte, alte Affenskelett. Ah, okay, ich hab's geschafft. Wir sind die Nummer 1. Wir sind die Nummer 1. Genau, wir sind die Nummer 1. Wir sind die Nummer 1. Ich hab's geschafft. Fahr zum Supermarkt. Was haben wir denn da noch? Ja, ist gut. Komm, geh mal weg da. Ich kann nicht zur Tür kommen. Ich verbringe einen Abend mit... meiner Frau. Okay, da muss man wahrscheinlich irgendwann mal später eine Mission machen. Fahren wir mal, wartet mal. Wenn der Herr Frenkel plötzlich was sieht, dann ist er manchmal ein bisschen abgelenkt. Oh, ich wollte eine Erdnuss. Du wolltest eine Erdnuss. Sonst geht's ja noch ganz knusper, ne? Du kleiner Spinner, du. Autsch! So, was ich auch gelernt habe, ist... Ich bin kein besonders guter Fahrer. Das weiß ich. Wenn man mit dem Auto da was kaputt fährt, dann werden die Münzen automatisch eingesogen. Das ist recht praktisch. Sprich mit March, das mache ich gleich. Erst habe ich hier noch Münzen einzusammeln. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht wieder in die Fresse trete. Hier schon mal. So mache ich das. Ja. Schön, wie sie zappelt und jetzt auf die Straße rollt. Ich spreche trotzdem mit ihr, komm. Mr. Burns spioniert allen nach. Wir müssen ihn verfolgen. Jetzt nicht, Homer. Ein neues gewalttätiges Videospiel ist auf dem Markt und das müssen wir loswerden, bevor es Kinder schlecht beeinflusst mit seinem Blupsern und Piepsern. Aber das klingt doch herrlich. Und genau deshalb sollten wir es vernichten. Wie du meinst. Der Bone Storm Sturm. Ramm den Lieferwagen und sammle... die Bonestorm-Spiele ein, ehe die Zeit abgelaufen ist. Okay, da wäre es eigentlich gut, wenn ich ein anderes Auto hätte, ne? Ich warne euch! Ach. Aus der Bahn! Super! Okay, ich habe gar nicht die Wahl. Ich verstehe. Ich habe jetzt ein festes Auto. Ich kann das nicht so gut. Friss meinen Staub! Oh, die March fährt. Das kann ja heiter werden. Nimm das! Ups, es stimmt. Frauen fahren wirklich nicht sehr gut. Das wollte ich auch gerade sagen. So, wenden, wenden, wenden und hinterher. 2 von 10. So, jetzt, komm. Du scheiß LKW, bleib hier. Was hat weh getan? Ich kann das nicht so gut. Ach, March. Wie rüpelhaft. Hast du Tomaten auf den Augen? Wer den Schaden hat, braucht für den Sport nicht zu sorgen. Mit sensiblem Füßchen aufs Gaspedal. Jetzt hat der da sich da vor mich gestellt. Versuchen wir es mal. Das war eigentlich ganz gut, ne? Moment, 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 wo muss ich hin? 3 brauche ich noch, ne? Komm her, du Blöder! LKW hier, ich hab dir! Ach du meine Güte! Ich bin nicht versichert. Oh, und das hatte ich gerade überstrichen. Okay, ich muss sagen, March fährt besser als Homer. Das ist ja schön. Moment, wenn wir schon da sind. Aha, nette Mädchen geben Vollgas. Ja, und vor allen Dingen hauen sie ständig Schwachsinnssprüche raus. So, weg da. Oh weia, hast du Tomaten auf den Augen? Ich werde viel Alkohol zum Einreiben brauchen. Genau, und zwar im Mund einreiben, ne, und gurgeln. Und dann versehentlich runterschlucken, kennen wir schon. So. Ich fahre wahrscheinlich wieder mördermäßig Umwege. Moment, oh, das war versehen. Ich habe versehentlich die Kameraperspektive geändert. Ach komm, mach keinen Scheiß hier, steh mal wieder auf. Okay, alles klar. Mach du das erstmal besser. Genau.
So. Hoffentlich kommt nicht noch mehr. Juhu! Wenn wenigstens die Kinder mehr Videospiele spielen würden, bei denen es ums Teilen geht. Marge, du weißt doch, dass ich verrückte Vorhaben verabscheue. Wenn du mich jetzt bitte entschuldigst, ich muss meinem Boss nachspionieren. Ich bin der König der Welt! Fahr zum Atomkraftwerk! Machen wir. Jetzt suche ich mir aber erstmal ein Auto raus, mit dem ich das mache. Das ist langweilig, weil das haben wir ja schon so oft gehabt. Der Schneepflug, der ist doch cool. Kannst du mich ein Stück mitnehmen? Ich kraul dir auch den Rücken. Du bist so ein Dummlaberer. Wow, der Wagen hält ganz schön was aus. Juhu! So. Ja, wie hat das gerade Marge so schön gesagt, wenn es doch mehr Spiele gäbe, wo es ums Teilen geht. Das fand ich sehr lustig. Und dabei gibt es doch viele Spiele, wo es ums Teilen geht. Zum Beispiel Spiele, bei denen es ums Abtrennen und Teilen von Gegnern geht, zum Beispiel. Gibt es also genügend, finde ich, und das ist doch überhaupt gar nicht wahr. So, Killerspiele ist klar, ne? Also das, sowas spielen wir natürlich nicht. Ich auch nicht. Nein, nein, nein. Halt, stopp. Da war wieder eine Dingsbums. Teflonzelle. Telefonzellen kennt die Jugend von heute ja auch gar nicht mehr, ne? So. Also, nochmal ins Atomkraftwerk. Kann ja nicht so schwer sein. Irgendwann muss ich das Geld natürlich auch mal wieder ausgeben. So, weiter, weiter, weiter. Powerplant, geradeaus. Ist das hier auch eine Abkürzung? Ja, das ist eine Abkürzung. Pass mal auf, Leute, ich fahre jetzt eine Abkürzung. Ich kenne mich hier voll aus. Tag für Statisten. Ja, die Einfahrt hier ist aber auch ein bisschen arg schmal. So. Hey, hättest du lieber eine Zeitung mitten im Gesicht? Moment mal, was war das denn? Habe ich da gerade was gesehen? Muss mal aussteigen, schnell. Da leuchtet doch was, ne? Auf diesem komischen Wohnwagen. Oder habe ich mich da jetzt getäuscht? Ich habe doch gerade irgendwo was leuchten sehen. Ja. Hab ich mir wohl geirrt. Gar nichts leuchtet hier. Blöde Telefonzelle da hinten leuchtet wieder. Okay, alles klar. Wartet mal. Wo ist denn mein Auto? Ich habe schon wieder vergessen, wo ich mein Auto hingestellt habe. Orientierung sind wie ein Nusshörnchen, hey, ihr wisst Bescheid. Aber auch Zeit. So, Hey, Augen auf die Straße, Idiot! Pass auf, Alter, ich steig gleich aus und dreh dir in die Eier. Kann ich nämlich. Wenn ich möchte. So. Ich schätze mal durch die Scheune, das ist auch eine Abkürzung. Oh. Jetzt komm ich! Das gibt auch Geld. Bitte verklag mich nicht! Du wirst doch was erleben! Ach scheiße, die Polizei. Ich hab die Kontrolle verloren. Doch, einer? Das habe ich ja ganz vergessen, dass da die Polizei Jeder kommt. Macht mal einen Fehler. Weg! Ich muss fliehen. Sprich mit Karl. Ich habe ja gerade ein anderes Problem. Meine minderwertige Schufte. Boah, da bin ich schon mal hängen geblieben, ey. Nein. Hab ich's geschafft, ja? Alles klar, super. Dann ich bin ein super zurück. Durchtrainierter Tempolümmel. Da muss ich jedes Mal grinsen, ey. Lümmel, da denke ich an was anderes bei Lümmel. Sehr schön, weggesprungen, hervorragend. So, jetzt müssen wir mit Karl sprechen, ne? Der war da draußen.
Komm, Carly! Hey, Homer, sieht aus, als wäre das wieder eins deiner typischen Abenteuer. Gefahr! Mr. Burns! Mini-Kameras! Schwarze Vans! Ein Glück, dass ich betrunken bin. Dämliche Trunkenbolde! Oh nein! Der wird Mr. Burns warnen. Nicht zu fassen, dass ich am selben Tag gegen denselben Typen nochmal antreten muss. The Fat and the Furious. Ach, das ist ja lustig. Das ist eine Filmanspielung. Sei schneller als Smithers beim Anwesen von Mr. Burns. Versuchen wir es mal. Komm rein. Andere Richtung. Okay, ab geht's. Komm. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich hier irgendwie die eine oder andere Abkürzung... Ich bin Zweiter, warum? Ich fahr mal da durch. Geht das? Scheiße, man kann nur von der anderen Seite rein. Das ist doch kacke. Das Spiel betrügt mich! Es disst mich! Jetzt hätte ich ganz gerne ein schnelleres Auto, muss ich gestehen. Einfach mal da drüber, oder? Rette mich, Duffman! Fragezeichen? Also ich weiß jetzt gerade nicht. Jetzt bin ich wieder Zweiter. Warum denn? Hat der Typ, der kennt die ganzen Abkürzungen, oder? Ah, lecko mio! Scheiße, ey. Ich glaube, ich muss das ganz anders fahren. Oh, Gil wird dich verklagen. Jetzt habe ich ausgesorgt. Ich muss da wirklich Abkürzungen fahren, fürchte ich. Sonst ist da gar nichts zu holen. Oh, jetzt habe ich einen Plattfuß. Ah, der ist immer noch vor mir. Ich hab die Kontrolle verloren. Da vorne ist er. Ich bin Exzellente. Komm, weiter, weiter, weiter. Voll die Mörderkarosse, ey, da. Der Rolls-Royce oder was? Mein lieber Freund, bleib hier. Scheiße. Ja! Ah! Und jetzt keinen Fehler mehr machen. Verdammt, ich habe meinen Kaugummi verloren. Vielleicht geht das ja jetzt doch ohne Abkürzungen. Oh, du Arsch! Friss meinen Staub, Staubfresser! Sobald ich fertig bin, mich zu kratzen, bist du Schnee von gestern. Ha, ich habe dir eine Delle in deinen Wagen gefahren. Ich nehme an, ich habe auch eine Delle in meinem Wagen. Trotzdem habe ich deinem Wagen... Oh, Mann! Wie fies ist das denn? Scheiße. Schneller! Ja, ich muss die Kurven auch mehr anschneiden, glaube ich. Sonst wird das nichts. Sobald ich zur Familie gehöre, bist du tot. Die Rache ist mein! Homer verliert nicht gern. Homer wütend! Scheiße. Ich bin falsch gefahren, oder? Ah, nee, ist egal. Wenn ich ihn kaputt fahren könnte, das wäre ja auch was. Hey, was ist los mit dir? Nein! Scheiße! Nein! Hey, der bescheißt! Aber sowas von hier! Ihr Lunch-Eimer-Fresser solltet euch nicht mit mir an... Ja, ist okay. Wir müssen es nochmal machen. Leicht. Wie Sahne. Sahne. Ich hätte einfach ganz gerne ein anderes Auto. Mann. Vorsicht! Jetzt hätte ich... Ach, Mann! Getötet. Konzentrier dich. Äußerste Konzentration. Verdammt, ich habe meinen Kaugummi verloren. Au, mein Hals! Ich glaube, ich habe mir was gebrochen. Ja, los, komm. Jetzt ein bisschen Konzentration hier, sonst wird das ja wieder nichts. Sobald ich fertig bin, mich zu kratzen, bist du Schnee von gestern. So rum und darum und hier durch und da. Kurve schneiden. Au, mein Arsch! Mein Arsch, was ist denn mit deinem Arsch? Gelb ist er nur mal, ne? Gelber Arsch. Au, mein Kopf! Sind die Simpsons eigentlich Chinesen oder warum sind die gelb? Weiß das jemand? Ich bin nicht versichert. So. Jetzt gibt's Kurve, ach, mein Lieber! So ein kleiner mieser Spritzer hier. Es sieht schwieriger aus, als es ist. Der rempelt ordentlich, der Penner. Ich sehe gerade, wir sind am Ende dieser Episode. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, lasst mir bitte ein Like da und dann sehen wir uns in der nächsten Folge auch hoffentlich wieder. Ciao, danke.